Die Bewohner von Grafling sind besorgt. Das staatliche Bauamt Passau sieht für den B11-Ausbau nun doch die Taltrasse als beste Lösung an. Genau gegen diese Variante gab es aber schon einen Bürgerentscheid. 95% haben sich dagegen entschieden. Im Rathaus macht sich jetzt Unmut breit. Also es geht, dass durch die Taltrasse würden Wiesen und Felder durchschnitten werden. Und die Häuser am Arztinger Berg sind durch die Taltrasse wirklich betroffen. Da führt die Taltrasse unmittelbar an deren Häuser vorbei. Der Lärm, der jetzt schon durch vorbeifahrende Autos entsteht, wird dann noch schlimmer für die ansässigen Familien. Eine Hangtrasse soll deshalb für sie die Alternative sein. Aufgrund der Verschärfung der Gesetzeslagen, sprich speziell im Naturschutz und Umweltrecht, ist es halt so, dass die Hangtrasse speziell in dem Einschnitt des östlichen Talraums, also der östlichen Talflanke, aus naturschutzfachlichen Gründen äußerst schwer umsetzbar ist. Auch bei der Taltrasse wird ja in die Natur eingegriffen. Das ist nicht so, dass da der Eingriff nicht stattfindet. Und in der Hangtrasse ist er wahrscheinlich ein bisschen stärker, der Eingriff. Aber ich denke, dass der Mensch es wert ist, dass man diese Hangtrasse baut. Doch nicht nur aus ökologischen, auch aus ökonomischen Gründen setzt sich das Bauamt für die Taltrasse ein. Hier wird mit Kosten von bis zu 15 Millionen Euro gerechnet. Die andere Variante wäre noch teurer. Die Anwohner von Grafling sehen jedoch noch woanders Handlungsbedarf. Das sind am Tag 11.500 Autos und die bringen natürlich Emissionen mit sich. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch in der Hinsicht für unsere Bürger einsetzen, dass wir endlich im Hauptort da Lärmschutzwand kriegen. Kurzum, der Verkehr bleibt, doch wo soll er fließen? Wenn keine Einigung mit dem staatlichen Bauern Passau erzielt wird, sieht Willi Zisselsberger nur einen Ausweg, um für seine Bürger einzustehen. Ja, wir müssen halt dann von dem Recht der Klage, die müssen wir halt dann in Anspruch nehmen. Wir wollen nicht klagen, aber wahrscheinlich steht es zu befürchten, wenn die Taltrasse durchgesetzt werden soll, dass der Gemeinderat dagegen klagt. Generell ist es so, dass eine Klage erst dann eingereicht werden kann, wenn das sogenannte Genehmigungsverfahren, also unser Planfeststellungsverfahren, abgeschlossen ist. Da sind wir aktuell noch relativ weit entfernt. Hier sprechen wir vor mittelfristigem Zeithorizont. Aktuell ist es halt so, dass aufgrund der konträren Situation zwischen Diskussion Tal- und Hangtrassen-Variantendiskussion das ganze Projekt auf jeden Fall nach hinten verzögert ist. Wann sich die Graflinger also mit einer endgültigen Lösung beschäftigen müssen, steht bis dato noch nicht fest. Ein B11-Ausbau ist aber durch den ansteigenden Verkehr unausweichlich. Zumindest da sind sich beide Parteien einig.